Willkommen auf dem Barfußpfad in Eggestorf. Hier gibt es einen Barfußpfad mit 60 einzelnen Stationen. Wir sind sehr gespannt und laufen da jetzt mal hin. Eingang, los geht's. Hier sind wir jetzt gerade rein und hier ist der Waschplatz und jetzt starten wir hier. Und auf diesem Weg ist tatsächlich keine Maskenpflicht. Yay! Na dann los, Station 1. Da ist doch. Da ist der Mika. Und? Hat sich aufgewärmt hier unten durch die Reibung. Oh, ich kann nicht mal schnell durch. Oh, nee. Unterarme kühlen. Ich bleibe stiller Beobachter. Ich muss auch nicht alle Stationen mitmachen. Ja, jetzt kommen wir an Station 3. Kaltwassertherapie nach Kneipp. Ich bin auch zu kalt. Lieber raus. Lieber raus. Ich bin schon. Und dann geht's weiter auf Kopfsteinpflaster, Brandenburger Kopfsteinpflaster. So sieht unsere Straße zu Hause auch aus. Tut ein bisschen. Pass auf, halt dich fest. Halt dich fest, genau, gut. Komm, Papa. Ja, ja. Und Mama, du auch. Oh ja, die Korken sind ganz schön eigentlich. Die Korken sind schön, aber jetzt kommen die Steine, die geben nicht nach. Ja. Oh, doch, die gehen. Perfektes Lego-Steintraining. Oh, das ist schön hier, glaube ich, oder? Ja. Oh, naja, geht. Sah weicher aus. Hier gibt es übrigens auch noch ein Schwimmbad nebenan. Wir machen den langen Weg auf jeden Fall. Oh, hier wieder Brandenburger Kopfsteinpflaster. Mama, hier kann ich mit mich mit den Wänden auflegen. Ja, und? Glasscherben. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und die rund gelutscht, bevor ihr da durchlauft. Nee, da geht's weiter. Das hat so einen vielen Spaß gemacht. Und jetzt ist hier ein Mädchen. Komm, Mami. Ab 4 empfohlen, aber ja, ich bei 4. Bengel macht es. Ja, ist ja schon 2,5. Los, weiter geht's. Drei Zeitenpendel. Man muss versuchen, alle drei zu schaukeln lassen. Kuppeln! Ja. Und auf Station 24 haben sich die Kinder am meisten gefreut. Bäh. Bucheckern. Das Kugellabyrinth. Der Vertrauenspfad. Man soll ganz ruhig mit geschlossenen Augen laufen und hören. Aber ich höre doch gar nicht, wo ich hinlaufe. Und irgendwann renne ich gegen den Baum, der da vorne steht. Ich habe meine Familie verloren. Muss mal gucken gehen. Die Eolsharfe. Hört sich an wie Brummkreisel, hör mal.
Lust, aber du? Nee. Stell dich nicht so an. Die Spielkinder sind schön am Spielen. Glaub nicht. Den Namen in Spiegelschrift schreiben. Und, wird es was? Und auf der Rückseite sieht es? Das soll man ja nicht machen. Sondern? Super! Das ist ja die Schätzungen gehen von 100 bis 300 Jahre. Ich sag 150. Ich sag 200. Und oh, wie viel? 98. Ey, ich hab 100 gesagt. Upsala. Wieder mal eine Station, die ich ausspare. Und? Tannengrün. Echt? Wenn man nicht gerade auf einen Kienappel tritt. Stimmt, ist total weich. Verrückt. Und man darf bloß nicht auf Kienappel treten, aber ansonsten ist es richtig weich. Mach das, Papa, das ist so weich. Na los, rein mit euch. Nein. Die alle laufen alleine. Auch rein. Nimm! Nicht im Ernst, oder? Station 61. Also, ja, es könnten ruhig noch mit 60 Stationen kommen. Oh, und nee. Von Etienne noch 10 Matschstationen oder 100. Und am liebsten, wo man dann auch mal die Hände da ja, zum wo man durchtauchen muss. Wühlen nehmen muss, stimmt's? Da oben, guck da. Genau. Puh, wir haben es geschafft. 3 Stunden hat das Ganze gedauert. Aber mir hätte die Hälfte etwa gereicht. Aber wir hätten niemals den kürzeren Weg genommen. Also der lange Weg war schon in Ordnung. Es war wirklich schönes, empfehlenswert. Wart ihr schon mal hier? Kommentiert unten drunter. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao.